herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kritzelpixel hier auf meinem Kunstkrempel- und Zeichen-Channel. In der heutigen Folge My Watercolor Journey seht ihr, wie ich meine drei Lieblings-Pokémon in Aquarellgemälde verwandle. Andere schmeißen Pokebälle, ich nehme ein Blatt Papier. Ja, meine drei Lieblings-Pokémon, das sind einmal Dumisel, Shaymin und Togedemaru. Wie nicht anders zu erwarten, sind zwei davon Igel-Pokémon und das andere ein bisschen ungewöhnlich. Wir arbeiten heute mit meinen Senelier-Aquarellfarben und meinem Lieblingsblock von der Firma Arches. Und warum male ich überhaupt Pokémon? Naja, ich habe euch in meinem Gewinnspiel genau die gleiche Aufgabe gestellt, denn diesen Pokémon Sun und vieles mehr gibt es auf meinem Gaming-Kanal zu gewinnen. Ihr findet ein Video hier oben angepinnt. Und wie könnte ich dieser Herausforderung dann widerstehen? Denn es ist sehr lange her, dass ich mein Lieblings-Pokémon gemalt und gezeichnet habe. Wirklich sehr lange. Aktuell bin ich wieder total im Pokémon-Fieber. Alleine durch das Auspacken dieser Booster-Packs hat es mich wieder voll gecatcht. Und da habe ich sofort mein Skizzenbuch geschnappt und einige niedliche kleine Illustrationen von Shaymin und Dumisel und Togedemaru gemacht. Ich habe dabei die Pokémon in meinem eigenen Artstyle dargestellt, wobei ich nicht allzu viel entfremden wollte. Ich mag den Original-Artstyle von Pokémon sehr und ich fand Shaymin immer so niedlich, weil es einfach aussieht wie so ein Igel, Hamster, Hasen, Laubknuffelpuffel. Und ich liebe dieses Pokémon einfach, seitdem ich es das erste Mal gesehen habe. Absolut verliebt. Und Dumisel? Dumisel ist mein Spirit Animal. Und da wollte ich auch deswegen nicht allzu viel verändern, weil ich das Originaldesign einfach super gut finde. Vielleicht werden wir irgendwann nochmal krasse Pokémon-Art-Interpretationen machen. Sprich, was hier so niedlich und flauschig und kuschelig aussieht wie ein kleines Igel-Togedemaru in einem comichaften, mangahaften Style, könnte ich natürlich auch versuchen, etwas realistischer umzusetzen. Das wäre natürlich auch mal eine Herausforderung, Pokémon etwas realistischer mit meinem eigenen Art-Style zu paaren. Naja, aber jetzt habe ich es mir erstmal leicht gemacht und bin einfach voll im cute Manga-Klischee geblieben. Und Shaymin hat mir besonders viel Freude bereitet. Nicht nur, weil das Farbsetting unglaublich schön ist mit den grünen Tönen. Nein, es ist einfach auch so unfassbar niedlich. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr etwas Niedliches oder Putziges malt und zeichnet. Oder generell, wenn ihr malt. Aber ich sitze immer da mit einem dicken, breiten Grinsen im Gesicht. Malen und gerade Aquarellmalen ist einfach die beste Meditation. Ich liebe es, die Farben zu ermischen, mir eine Farbpalette auszusuchen und zu sehen, wie die Farben ineinander fließen. Und diese Senelier-Farben sind einfach, oh, göttlich. Diese Farbgewalt und diese Sättigung. Es macht einfach unglaublich viel Spaß. Ganz besonders stolz darauf bin ich, dass ich inzwischen in der Lage bin, doch recht schnell die Farbe aufs Papier zu bringen. Was am Anfang, wenn man sich auch unsicher ist, soll ich jetzt meinen Pinsel da ansetzen? Funktioniert das, wenn ich den Farbverlauf auf diese Art und Weise gestalte? Also das gestaltet sich dann durchaus als schwierig. Man sitzt dann doch zitternd davor, weiß nicht so recht, ruiniere ich mein Bild jetzt, wenn ich den Pinsel dort ansetze? Und inzwischen, durch das viele Üben, bin ich recht sicher, wie ich meine Flächen fülle, damit sie eine glatte, plakative Farboberfläche gewinnen können. In der Zwischenzeit habe ich auch gelernt, dieses Wasserverhältnis im Pinsel einzuschätzen. Ich benutze etwas teurere Pinsel und die halten das Wasser besser. Die Pinselborsten, die Pinselspitzen halten das Wasser gebündelter. Und ich habe ein gutes Gefühl, zumindest für das Brand, was ich benutze, aufgebaut, um entscheiden zu können, okay, die Fläche kann ich mit so und so viel gefülltem Pinsel, könnte man sagen, mit so und so viel gefüllter Farbe füllen. Auch wenn das Ganze im Sommer tatsächlich etwas schwieriger ist, als ich gedacht hätte. Denn es ist warm und es trocknet alles so viel schneller. Auf der einen Seite ist das toll, weil ich schneller an meinen Bildern arbeiten kann. Aber bei großen Flächen muss man echt aufpassen, dass es einem nicht hinterher trocknet. Das ist mir am Anfang bei Shaymins Körper passiert, habe aber sofort angepasst. Ich hätte vielleicht vorher ein paar Tests machen müssen. Naja, man lernt ja nie aus. Aber ich liebe dieses Bild. Es ist so cute und es ist so farbig und kitschig. Und ja, ich weiß, es... Ambient Lightning stimmt gar nicht, aber das ist mir auch sowas von egal. Ich mag die Farben und ich mag, dass es so plakativ ist. Und ich freue mich wahnsinnig darauf, Dumisel ebenfalls in diesen Farben gleich erstrahlen zu sehen. Dumisel ist ein interessantes Pokémon. Es ist eine Giftschlange. Zumindest hat es einen Giftstachel, aber es ist ein Normaltyp-Pokémon. Und das kann nicht sonderlich viel. Es kann sich auch nicht entwickeln.
Es hat ein interessantes Farbsetting mit seinem gelben Körper und dem dunkelblauen Hals und dem dunkelblauen Unterkörper. Wie so eine dicke, tropfenförmige kleine Schlange mit Flügeln, die nicht genau weiß, wo sie hin möchte. Ich glaube ja, es entwickelt sich irgendwann zu einem gigantischen Drachen. Denn Dumiesel wird sehr oft dargestellt, dass es in Vulkanflüssen über Magma hinweg fliegt, schwebt oder sogar schwimmt. Deswegen habe ich mich auch für genau das gleiche Setting entschieden. Mein Dumiesel, auch wieder komplett das Ambient Lightning ignorierend, schwimmt auf einem Dreieck voller Lava. Also ich habe jetzt bei Scheimen vorher einen Kreis benutzt, das passte sehr gut. Und ich hatte mich jetzt für Dumiesel, das so rund und geformt ist, für eine spitze Form entschieden, für ein Dreieck, das den Hintergrund ausfüllt. Denn ich wollte, dass die Pokémon im Vordergrund sind. Ich wollte keinen aufwendigen Hintergrund gestalten, der dann den Fokus des Pokémons eventuell ruiniert. Ich bin noch nicht sehr erfahren, wenn es um den schemenhaften Aufbau eines Hintergrunds mit Aquarell geht. Deswegen habe ich versucht, das Ganze illustrativ, als Grafikdesigner fällt mir das auch einigermaßen leicht, ich habe versucht, es illustrativ in Szene zu setzen. Und ich mag es. Ich habe ein kleines bisschen den Schatten auf seinem Körper angedeutet, der entsteht, weil es nur von unten bzw. von hinten beleuchtet wird. Bei den Flügeln war ich mir dann sehr unsicher, ob ich es mit Ambient Lightning ruinieren soll, habe mich dafür entschieden, es nicht zu machen. Und finde, dass es als plakative klassische Illustration doch echt ganz knuffig aussieht. So, zu guter Letzt jetzt noch Togedemaru. Da habe ich mich für die ganz klassische Darstellung eines niedlichen, kleinen, flauschigen, süßen Weißbauchigels entschieden. Kennt ihr diese Weißbauchigel, die von einigen Leuten, in Anführungsstrichen, leider als Haustiere gehalten werden? Und ja, für sie ist es nicht einfach, ein Haustier zu sein, denn das sind keine domestizierten Tiere. Sie sind auch nicht in die Richtung gezüchtet, dass man sie als Haustier hält. Und sind ziemlich scheu, wollen eigentlich nur schlafen und fressen und in der Dunkelheit leben. Dementsprechend ist das als Haustier... Umso glücklicher bin ich, dass ich einfach einen Togedemaru haben kann. Okay, das reicht mir vollkommen aus. Als Pokémon ist das mein bester Freund in jeder Edition jetzt. Okay, alles, was in Zukunft kommen wird, Togedemaru, go for it. Aber ich habe halt jetzt die Interpretation genommen, wie wir die kleinen, niedlichen, knuffigen Weißbauchigel von den Fotos kennen. Sie liegen auf dem Rücken, die Arme so ein bisschen an sich gedrückt, manchmal ein bisschen grumpy gucken. Wer hat mich auf den Rücken gelegt, wie jetzt Kacke? Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, Togedemaru in diesem Größenverhältnis darzustellen. Weil ich glaube, so ein Weißbauchigel ist echt winzig und neben einem Pokéball würde er winzig aussehen und auch neben so einem Beleber würde er sehr winzig aussehen. Und ich wollte ein sehr kleines, winziges Togedemaru darstellen und habe versucht, das Ganze durch die Pokémon-Elemente in die richtige Relation zu rücken. Und ich muss sagen, das ist mit den Schattierungen zusammen in Kombination, das ist mir echt gelungen. Also ich habe richtig das Gefühl, man kann Togedemaru vom Bild picken. Okay, vielleicht bilde ich mir das auch einfach nur ein, weil ich wahnsinnig gerne Togedemaru vom Bild picken würde. Ich liebe dieses Pokémon und ich hätte auch gerne einen Weißbauchigel, okay? Aber ich bin nicht der Meinung, dass man die halten sollte. Deswegen gebe ich mich jetzt mit diesem Artwork zufrieden. Ich bin sehr glücklich mit meinen drei Lieblings-Pokémon. Ich bin sehr gespannt, was ihr einsenden werdet, was ihr malen und gestalten werdet. Da es ja auch noch einen zweiten Teil dieses Gewinnspiels gibt, der beinhaltet, dass man sein Lieblings-Pokémon einsenden soll, so wie man es selber gestalten würde, passend zu Pokémon Go Evoli und Pokémon Go Pikachu. Da kann man ja seinen Begleiter gestalten mit Accessoires und da war die Idee, ey, wer nicht malen und zeichnen kann, der kann eben am zweiten Teil des Gewinnspiels teilnehmen und sagt dann einfach nur, wie er sein Pokémon gestalten würde, beschreibt das Ganze und ich setze das dann um. Sprich, es wird noch viel mehr Pokémon auf meinem Kanal geben. Und ich muss gestehen, dass mir das mehr Spaß macht, als ich gedacht hätte. Gut, Leute, ich bedanke mich wieder recht herzlich fürs Zuschauen, für eure vielen Kommentare, euer Feedback, für die Likes, für das Teilen, für das Favorisieren und Abonnieren. Und natürlich vielen, vielen herzlichen Dank an meine Tippi-Spender, die mich monatlich unterstützen und ohne die ich diese Videos nicht machen könnte. An euch alle schicke ich kühle Gedanken, denn gerade aktuell haben wir Ende Juli in Deutschland und wow, es ist echt warm, Leute, es ist echt warm. Deswegen stay hydrated, schön trinken, kühl halten, nicht in der prallen Sonne hocken. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal bei Kritzelpixel.